Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Überlebender. Ja, und ich spiele auf Zuschauerwunsch mit den Perks. Also Zuschauerwunsch war Sprintboost, geliehene Zeit und Selbstheilung. Und einen vierten durfte ich mir aussuchen, da habe ich mich für botanisches Wissen entschieden. Warum botanisches Wissen? Naja, wenn ich normalerweise mit Selbstheilung spiele, dann dauert mir das selber Heilen in den meisten Fällen halt einfach viel zu lange. Weil es ja, Selbstheilung ist ja 50% von der Geschwindigkeit, die man braucht, wenn man sich von einem Mitspieler heilen lässt. Und wir spielen gegen einen Clown. Verstecken. Lieber weggehen. Der wird jetzt suchen. Und mich hoffentlich nicht finden. Wobei, wir haben gerade einen Raben aufgescheucht, aber hat er wahrscheinlich nicht bemerkt. Okay, er ist irgendwo anders. Ich renne wieder hin. Doch nicht. Er hat dort jemanden gefunden. Super, erster Generator gemacht. Wo war ich genau? Sich von anderen heilen zu lassen, also beziehungsweise Selbstheilung ist halt 50% langsamer, als sich von anderen Leuten selber zu heilen. Deshalb habe ich mir botanisches Wissen mitgenommen, einfach um 33% macht das ja, dass ich mich schneller heile. Einfach um diesen negativen Effekt so ein bisschen auszugleichen, dass ich da vielleicht mich endlich mal selber heile, anstatt ständig nach einem Teammate zu suchen, obwohl ich mit Selbstheilung dann spiele. Genau. Dann Sprintboost ist ein ziemlich gutes Erschöpfungsperk. Gerade gegen Stealth-Killer, wenn man dann irgendwie überrascht wird. Gar nicht mal, also ziemlich cool. Weil man dann im Zweifel schnell wegkommt und nicht direkt einen Schlag fressen muss. Oder wenn man halt nicht direkt zu einem Fenster kommt oder so. So, und da liegen jetzt zwei Leute. Geliehene Zeit ist super, um zu retten. Das wollte ich gerade machen, aber da war mir jemand anders zuvor gekommen. Ich gehe jetzt mal. In der Hoffnung, dass Commander Clown mich auch retten lässt. Oder hat er Insidious? Nee, der ist weg. So, und ich heile auch direkt andere Leute schneller, ne? Der Balken ist gelb, es geht relativ flink, flott, durch botanisches Wissen. Eigentlich ein Perk, was man so ein bisschen unterschätzt, was aber eigentlich auch ganz gut sein kann. Ach, jetzt habe ich den Sprintboost verballert. Weg, 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 weg. Ich tank. Ich gehe einen anderen Weg als sie, damit er nicht zwei Ziele gleichzeitig jagen kann. Oh, shit. Da hinten renne ich aber nicht lang. Die Palette ist ziemlich gut, die musste ich aber jetzt wegwerfen. Er hat sie nicht mal kaputt gemacht. Er steigt einfach durchs Fenster, damit hatte ich nicht gerechnet. Oh, shit. Oh, schaffen wir es nochmal rum? Das wäre gar nicht dumm. Aber die Reime sind es anscheinend. So, er hat uns geschnappt. Wir konnten aber wenigstens denen jetzt so ein bisschen die Zeit schenken, dass sie sich heilen gegenseitig. Man muss immer das Positive sehen. Auch wenn es nicht viel gebracht hat. So, und er wirft Flaschen und Nebel auf mich. War blöd, dass ich von der einen Palette weggelaufen bin. Da hätte ich so lange bleiben können, bis er die Palette zerbricht. Jetzt hätte er sie halt zerbrochen. Aber ich dachte, wer zerbricht die Palette denn nicht? Ich war halt schlau in dem Moment vor dem Clown, ne? So, und da kommt die Nia angelaufen. Und dort hinten auch noch jemand. Wenn alle gleich da sind, können wir direkt ein Heiltreffen machen. Perfekt. So, Leute, und ihr heilt mich jetzt. Los. Zieht. Wunderbar. So, danach müssen wir mal wieder Generatoren machen. Die machen hier Itemtausch. Ist hier drinne was? Nein. Generatoren finden hier im Larrys ist gar nicht mal so einfach. Der wurde gemacht. Ich schau mal hier unten weiter. Dort ist der Clown zurzeit. Hier ist einer. Wunderbar. So. Ich will mich eigentlich mal selber heilen, um zu sehen, ob es denn wirklich schneller geht oder ob es gar nicht mal so gut ist. Aber es müsste schneller sein, ne? Zumindest hilft es mir insoweit, dass ich dann andere Leute hochheilen kann. Aber der Clown, der spielt so, dass er zumindest bei mir jetzt und bei dem anderen Überlebenden, dass er dann immer relativ schnell vom Haken weg ist. Könnte also sein, dass er mit, sag schon, aufgezerrte Hoffnung spielt. Weil, wenn ich Clown spiele, dann bleibe ich meistens in der Nähe vom Haken und mische mir nochmal neue Flashline und dann bin ich erst weg. Aber gut, vielleicht haben wir gerade das Zeitfenster dann erwischt.
Oder er hatte noch genug Fläschlein. Also ich ziehe jetzt den Generator durch. Dann haben wir 4 gemacht. Fehlt noch einer. Ich hoffe, die haben dorthin gerettet. Ich hoffe, dass noch irgendwo ein anderer ist. An einem Generator. Dann hätten wir eigentlich hier alles gemacht, um rauszukommen. Und ich bin ja wäre direkt beim Tor. Das wäre doch ideal. Also Leute, zieht! Hoffen wir, dass ich rauskomme. Zu den Perks an sich, ne, habe ich ja noch gar nichts gesagt, ne? Selbstheilung und botanisches Wissen in Kombination. Ganz gute Heilungskombi, ne? Die ich mir da überlegt habe. Ja, ja, Eigenlob stinkt, ich weiß. aber an sich, ne, damit kommt man halt ganz gut durch. Ich meine, an sich, Selbstheilung für sich würde ja schon reichen. Aber mit botanischem Wissen hat man da nochmal ein bisschen mehr Zeit. Sprintboost, doch, da, ich habe doch eigentlich schon was zu den Perks gesagt, ne? Manchmal ist man so vergesslich in der Runde. Also, ne, an sich ein runde Bild, ne? Ich habe eigentlich von allem was dabei. Und die Besessenheit wird gerade gejagt. So, das Licht flackert, der Rabe setzt sich, aber viel mehr Spannenderes passiert hier nicht. Aber der Clown kommt anscheinend näher. Jetzt würde mir Bindung zum Beispiel helfen, weil ich dann wüsste, in welche Richtung der Clown ist und in welche Richtung ich dann weglaufen würde. Wenn der Clown von da kommt, kann ich in die Richtung, wenn er von da kommt, in die, hahaha. Jagt er noch? Die Besessenheitszacken wackeln nicht mehr und die Besessenheit war die letzte, die er gejagt hatte. Ich warte mal. So, okay, irgendjemand anders schreit. Dort vorne. So, mein Sprintboost ist wieder bereit. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ob er Erschöpfungsflashline hat. Es gibt ja ein Addon, welches den Effekt hat, dass wenn man mit einer Flasche mit dem Nebel getroffen wird, dass man dann erschöpft ist. Das konnte ziemlich krass, hart im Nehmen aus. Shit, und der kommt und schwenkt um. Sprintboost rettet mir den Hintern nie an, nicht allein. Jagt er mich oder jagt er Nia? Der hat auf jeden Fall erstmal dagegen getreten. Ja, er jagt Nia. Oder Kate? Ich arbeite hier weiter. Ist eigentlich ein ziemlich blöder Generator, weil ich halt hier eine fette Sichtbarriere... Gut, in Larrys hat jeder Generator eine Sichtbarriere. Blöder Punkt. Aber ich habe hier nicht unbedingt eine Palette und es ist ein Ein-Mann-Generator. Es wäre besser, wäre das hier irgendwie also würden hier zwei Leute dran passen, dann könnte man den im Zweifel nochmal zu zweit durchziehen. Mit dem Skillcheck hätte ich treffen müssen, wenn ich überleben wollen würde. Bin ich zu schreckhaft? Vielleicht. Was könnte der Clown haben? Ich weiß gar nicht, hatte der irgendwelche Perks? Also er muss ja irgendwelche Perks gehabt haben, aber... Also es könnte halt sein, dass er mit Nowhere spielt. Adrenalin. Und ich wäre ihm beinahe reingerannt. Dann hätte ich es direkt rausfinden können. Ich weiß es leider nicht, weil sie wurde niedergemacht, bevor der Generator gemacht wurde. Und da ist auch schon eine Nia dran. No, wir haben hier lauter Nias. Mensch. Anscheinend erfreut sich Nia gerade großer Beliebtheit. Da wurde aufgemacht. Ich habe geliehene Zeit. Ach nee, das ist gar keine Nia, das ist eine Kate. Habe ich die Zeit? Los, Kate. Ja, er hat Noid. Ich dachte es mir. Geht's hier zum Tor? Nein. Geht's hier zum Tor? Ich hoffe. Hier geht's nicht zum Tor. Scheibenkleister. Ist hier irgendwo ein Tor? Nein, hier ist nirgendwo ein Tor. Durch Noid ist der Clown halt ein bisschen schneller. Und durch seine Flashlight ist ein bisschen langsamer. Aber das war einfach zu spät gehandelt. Aber die Palette ist halt so unsicher. Gerade mit den Flashlight. Muss man da sehr vorsichtig sein. Und die anderen heilen dort oben? Okay, super. Mein Opfer war nicht umsonst. Aber wenigstens kam geliehene Zeit auch mal zum Einsatz. Nur Selbstheilung noch nicht. So, er hat Erregung, so wie es aussieht. Und stappt wieder davon. Da lauert eine Nia, die, ja, leider niedergeht. So, Leute, helft mir. Bitte. Ist hier irgendwo ein Tor in der Nähe? Kann man sich hier, sind hier Schilder in der Nähe? Nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Das Ding ist, er lässt die Kate jetzt wahrscheinlich liegen, weil er Angst vor einem Entscheidungsschlag hat. Und sie rennt da einen Bogen.
Das Problem ist manchmal, wenn man am Haken hängt, hat man irgendwie einen Bug, dass man nie kein Herzschlag hört. Entsprechend keine Ahnung. Ja. Das meinte ich. So, und Sprintboost. Sprintboost rette meinen Hintern. Das war dumm gespielt von mir. Ich hätte nicht auf das Mindgame reinfallen sollen. Er lässt mich jetzt auch liegen, der ist so gierig. Na toll, aber anscheinend berechtigt gierig, denn wir spielen hier irgendwie so ein bisschen wie Brote. Die hat auch Herzschlag gehört, gerade bei Noelt. Und die andere hat sie uns aufgegeben. Oder, nee, ja, sie hat uns aufgegeben. Du hast uns verraten. Sie hätte mich noch auffallen können. Aber gut, schaut euch den Endgame-Timer an. Wäre ein bisschen knapp geworden. Für sie. Ich versuche jetzt mal noch von da weg zu kriechen. Schade, ich kann meinen Sprintboost nicht im Liegen zünden. Früher ging das, aber ganz früher. Ich glaube, das ist schon sehr lange nicht mehr, schon lange so, dass es nicht mehr klappt. Ich versuche hier mal irgendwie Glück zu haben. Der sieht mich nicht. Der denkt, ich bin direkt zum Tor gekrochen. Clown, halt die Klappe und lass mich hier in Ruhe. Und du stirb dort. Stirb bitte. Ja, sie stirbt. So, ich bin voll recovered. Los, komm, zieh bitte, 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 bitte. Hör ich Herzschlag? Ich weiß es nicht. Nein, wunderbar. Und wir sind noch entkommen. Oh nein, Rank-Update-Error. Ich wette es. Es ist wieder der Rank-Update-Error. Ich glaube nicht, dass der Clown jetzt noch recht quittet. So, komm, Spiel. Ja, wir kennen alle den Rank-Update-Error. Wir wissen, wie das aussieht. Und wir wissen, wie blöd das ist. So, wir haben sogar irgendwie einen neuen Rift-Tier unlocked. Ich will nur sehen, habe ich einen Pip gemacht oder nicht? Muss ich mich ärgern oder nicht? Ja, das wäre garantiert Pip geworden. Aber naja. So, was hat er... Gut, Killer kann ich zum Glück sehen, ne? Der Balken, der ist so, dass ich Survivor nicht so gut sehen kann, aber Killer müsste ich sehen. Also er hatte Noelt, ne? Damit konnte ich aber irgendwie rechnen, weil der Clown hatte keinen anderen... Doch, Pop Ghost Wiese hatte er. Blutwächter? Keine Ahnung. Müsste ja getriggert worden sein. Hat man aber nie gesehen. Und brutale Stärke, okay. Also an sich eher ein Endgame-Clown. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!